Ja, moin Leute, herzlich willkommen. Es geht weiter. Wir machen weiter mit unserer Goldnugget-Jagd. Ich schätze mal, diese und zwei weitere Folgen, dann haben wir alle gefunden. Mittlerweile sind sie ja auch schon hier auf der Map. Ich weiß gar nicht, ob ich hier einfach so Luftlinie fahren sollte. Wir können eigentlich auch laufen, ne? Lassen wir die Karre hier stehen. Abgehalftertes Ding. Und ich glaube, hier ist sogar die Stelle, wo wir aufgehört haben. Nee, ich weiß es gar nicht mehr. Die war ein bisschen woanders noch. Aber wir laufen mal so ein bisschen hier im Sprint über die Karte und sammeln die Goldnuggets ein. Noch ein Aussichtsturm. Mensch, gibt es ja einige von. 27 haben wir jetzt sogar schon. Und immer wenn ich einen auf der Karte sehe, der am nächsten liegt, dann nehmen wir den einfach. Irgendwann wird das nicht mehr der Fall sein. Dann werden wir die letzten dann quasi abfahren. So, und nu? Hier links war einer, ne? Wir können auch theoretisch hier rüber gehen und gucken. Ja, gehen wir mal nach links rüber und machen den Rest da mal fertig und dann gehen wir so gegen den Uhrzeigersinn oder halt so irgendwie so rum. So, ja, die Felder, wie gesagt, da kümmern wir uns dann drum, wenn wir da wirklich einen Plan haben, was wir machen wollen. Ich habe mir da jetzt noch nicht so die riesen Gedanken gemacht. Ich habe ja schon mal letzte Folge gesagt, dass es da eine Abstimmung geben wird. Aber wir machen jetzt erstmal das hier. Und dann finden wir, fällt uns schon ein, was wir am besten machen. Dann sind noch ein paar Tage vergangen, seitdem das Spiel rausgekommen ist. Und dann haben wir vielleicht auch eine... dann haben wir vielleicht auch ein paar Mods, die uns dann vielleicht auch bei der Findung ein bisschen helfen können. Vielleicht ja, ist es ja wieder mit Tierhaltung und einer Futterfabrik. Das wäre ja wieder sehr, sehr nice. Das kommt mir hier super bekannt vor. Gibt es die hier zweimal? Nee, das war eine andere Scheune, ne? Die aber so ähnlich aussieht oder quasi gleich aussieht. Aber der ist nicht drauf, auf dem Dach, oder? Also der soll hier... Ja, der ist... Hier soll der irgendwo sein. Hier hinter der Kante. Ach, hier oben drin. Okay. So, und der wird hier wahrscheinlich direkt rechts an der Wand liegen. Oh, oder auch nicht. Okay. Ja, okay. Da ist er. So, wir können auch das mal eben so einstellen. Schau mal gerade. Allgemeine Einstellungen. So, wie ging der Senderwechsel noch? 6. Ja. Warten wir mal kurz. Connecting. Klappt ja wunderbar. So. Ach gut, schön versteckt hier wieder. So, jetzt muss ich mal eben ganz kurz mein schlaues Handbuch zücken, das ich selbstverständlich hier wieder zurückgelegt habe, oder auch nicht. Da liegt es. So. So, einen Moment. Geht gleich weiter. Ich möchte noch mal eben ganz kurz schauen, wie das hier mit der Tastatur so ist. Zeitverlauf ist 7, 8. Vorheriger Sender, Radio an, aus, nächster Sender. 4, 5, 6.
So. Ich habe ein bisschen Schiss, dass es mit der GEMA irgendwie dann Probleme gibt oder die Videos dann gelöscht werden, wenn da irgendwie Musik beidudelt, die jetzt bei irgendwelchen Radio-Streams, sonst hätte ich hier echt ein Online-Radio irgendwie angemacht oder halt Spotify irgendwie was, aber ich habe da echt Schiss, dass das dann gesperrt wird. Deswegen nehmen wir einfach die Mucke, die hier jetzt ist, und das reicht dann auch, denke ich. So ein bisschen das, was im Hintergrund dudelt. Der ist doch mit Sicherheit wieder hier oben drauf. Ja, mit Sicherheit oder mit Sicherheit auch nicht. Da ist er doch. Das sieht aber schick aus hier. Das ist echt nicht so hässlich. Maplefield Tool. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Wir sind hier gerade auf Eisenbahnschienen. Vielleicht sollten wir ein Selfie machen. Das war ja irgendwie mal ein Trend. So, Stein. Wo ist der Nuggetstein? Okay. Der muss hier irgendwie sein. Da liegt er. So, und dann auf die Insel. Was ein bisschen fehlt ist, was ein bisschen schön wäre, wenn das Wasser hier so ein paar Plätschergeräusche machen würde, ne? Das wäre noch ein bisschen authentischer. Aber gut. Letztendlich ist es ein Landwirtschaftssimulator und kein Rollenspiel. Oh, wir sind drüber gelaufen. Okay, ich habe ihn nicht gesehen, aber wir sind irgendwie drüber gelatscht. So, den nehmen wir auch mit. Dann haben wir die Insel auch geschafft. Und dann ziehen wir das jetzt mal schnellstmöglichst durch. Dann haben wir nämlich ein bisschen Geld. Und dann kann man eher mal gucken, was wir denn für Maschinen kaufen können. Weil mit den Standardmaschinen, die wir hier haben, ist ja furchtbar. Da werden wir nicht alt mit. Da brauchen wir mit dem Kredit. Ja, dann nehmen wir lieber die Kohle, die wir hier über die Nuggets bekommen, aus dem Brunnen dann später. Wenn wir alle 100 geschafft haben, dann schmeißen wir die Nuggets da rein. Und dann war es zumindest beim 15er so, dass das Lager dann voll ist. Und ich denke mal, dass es hier genauso sein wird. So, oben oder unten? Sieht nach oben aus. Ah! Wer ist er denn? Mensch, richtig was los hier. Mensch, nochmal der gleiche Typ. So, lasst mich raten, kariertes Hemd. Ah, ich hab euch durchschaut, Entwickler, ich hab euch durchschaut. Doch unten. Ja, nur die gleichen NPCs, aber wie gesagt, da kommt's auch hier echt nicht drauf an bei dem Spiel. Da geht's halt wirklich um die Felder bearbeiten und den Zyklus. Und ja. Wollen wir mal nicht das nicht so genau sehen. Hinterm Schuppen? Jo. So, finde ich sehr cool, dass man hier greifen kann, ne? Das ist sicherlich dann auch, wenn wir Holz machen. Weil das würde ich wirklich gerne machen auch. Das ist nämlich beim letzten Let's Play ein bisschen kurz gekommen, weil das mit diesen Rücken nicht so geil war. Beziehungsweise mit den mit dem Poltern oder Rücken halt von den Baumstämmen dann auf die Wägelchen zum Transport. Das war ein bisschen, fand ich ein bisschen sehr kompliziert, deswegen habe ich das nicht viel genutzt. Wenn wir damit Geld machen können, dann werden wir hier bei diesem LS ein bisschen mehr davon das machen. So, 43. Haben wir jetzt 16 Stück in 10 Minuten. Oder in 9 Minuten sogar nur. Ja, dann machen wir doch nur noch diese und nächste Folge, oder? Nimm mich mit! Ah, ich bin da, ich krieg ihn nicht! Ah, shit! Na gut. So, hier an der Stelle, das ist der letzte, der über ist, den wir nicht gesehen haben. Der lag da im Gras.
Ach, guck an. Das hier ist doch unsere Stelle, wo wir... Haha, das ist ja einfach. Na gut. Ich hätte jetzt schwören können, da wäre auch einer drauf. So, was ist das hier? Hackschnitzel. So. Da ist er. Cool, dass man hier so richtig reingehen kann. Ist das echt besser für die, wenn die Baumstämme hier im Wasser sind? Zum Sägen? Nasses, trockenes Holz ist doch eigentlich besser als nasses, oder? Das modert doch irgendwann, oder täusche ich mich? Nee, aber was ich sagen wollte, man kann jetzt quasi das so machen, dass wir hier den Baumstamm zersägen. Na? Na, einen Schnitt brauchen wir noch. Ah, da geht das so. Geht so. Und dann, zack, können wir den auf den Anhänger legen. Oder beziehungsweise nicht auf den Anhänger, sondern auch direkt hier reinwerfen. Zack, 138 Euro. Ist ziemlich wenig. Ach, shit. Der geht nicht. Ja, das ist so 2,40 lang, Palettenholz. Zack. 115. Ja, das ist natürlich billig, ne? Also. So, den müssen wir noch einmal. Machen wir dann Industrieholz draus. Wird zerhäckselt. Ja, so ein bisschen kenne ich mich damit aus. Bin jetzt kein Holzfachwirt, aber ich habe sowas mal ge... Ah! Hilfe! Habt ihr das gesehen? Wir sind geflogen. Geht das nochmal? Ist hier ein Bug? Es gab auch schon einen Patch. Den habe ich natürlich runtergeladen. So, ja. Ist jetzt... Haut mich jetzt nicht so vom Hocker, ne? Ganz ehrlich. Das war jetzt ziemlich billig. Also auf Dauer, klar. Aber dann auch nur mit Nachpflanzen. Also wir hatten ja früher dann immer Bäume gekauft und fertige Bäume hingestellt und die dann mit dem Vollernter dann direkt in den Teich geschnitten. Müsste man mal ausprobieren, ob das besser ist. Aber das scheint mir nicht so. Also vom ersten Eindruck her ist Holzwirtschaft hier nicht wirklich lohnenswert. The Goldcrest Northern Lodge. So, und wo ist unser Nugget? Da liegt er. Gut. Dann haben wir oben alles. Dann geht's jetzt in die Stadt. Wir wollen natürlich ganz... Ja, okay, wir können erstmal die obere Reihe und dann die untere und dann das da unter machen. Wir können ja ein paar Anhalter fahren. Ja, für die kurze Strecke, da geht es noch ohne Probleme, dass man hier läuft. Das mit den Eisenbahnschienen, das ist schon cool mit dem Zugfahren. Was jetzt noch geil wäre, ne, wenn das so ein bisschen wie bei SimCity, dem neuesten SimCity, SimCity 4 war das, glaube ich, dass man auch als Multiplayer mit seiner eigenen Offline-Welt dann online Holz zu dem anderen, der das offline spielt, beziehungsweise der seine eigene Karte hat, dann so rüberschicken kann. Ich weiß nicht, ob das geht. So quasi so ein Handelsnetzwerk aufmachen kann und der Zug quasi die Schnittstelle ist. Schick mir mal hier, der Preis ist gerade gut, schick mir mal 5000 Liter Getreide, Hafer vorbei und ja. Aber das geht wohl nicht. Auf dem Dach?
Maplefield Real Estate. Ist das eine Versicherung? Ich glaube schon, ne? Ja gar nicht. Kommen wir da hoch? Der muss doch hier... Ich muss noch mal ein bisschen zurück. Also der muss... eigentlich hier liegen. Nicht blöd? Gibt's hier einen Keller? Eine Erdgrube oder was? Tür. Können wir hier rein? Kann mir überhaupt nicht vorstellen. Das sieht auch nicht wirklich aus wie eine Tür, die man öffnen könnte. Ist ja toll. Wie machen wir das jetzt? Wenn man wenigstens ein bisschen höher gucken könnte. So, ich fahr da jetzt hin. So, GTA-Style. So lernt man die Map auch ein bisschen kennen. Na gut, so schwer ist das jetzt nicht. Einfach erstmal nach Westen und dann nach Süden. Dann sind wir da, wo wir eben waren. Wow! Da war ja richtig was los. Was hat denn der? Ist der behindert? Nichts gegen Behinderte, aber... sind das Zombies? Das sind Beamte, ne? Das ist die Lösung. Meine Güte! Hilfe! Schnell weg! Wer weiß, was da gerade abgeht? Ist das vielleicht ein Zombie-Mod? Dach ist nichts. Doch. Doch, doch, da ist er. Ist ja mies. So. Haben wir ihn doch. Da gehen halt nicht immer alle super schnell. Der hat uns jetzt ein bisschen aufgehalten. Ich möchte hier eigentlich gar nicht so durch die Gegend durchfahren. Bisschen realistisch soll es ja bleiben, ne? Ist ja eine Simulation. Müssen wir uns ja benehmen. So, nehmen wir diese beiden noch und dann machen wir nächste Folge weiter. Machen wir doch noch hier nach noch zwei Folgen. Leute... Programmierer. Warum? Warum müssen die so gehen? Oh Gott, das hätte man auch echt schöner machen können, ne? Dann hätte man sie lieber weglassen sollen, die ganzen Menschen. Naja. So, was ist das hier für ein Biotop? Ein Trinkbrunnen. Oh, der plätschert, ne? Aber wenn wir ins Wasser springen von der Brücke, hört man kein bisschen was. Ah, oh, Feld Nummer 22, das werde ich mir irgendwann kaufen. 22 ist nämlich meine Glückszahl.
der war einfach. Ja, den da hinten holen wir auch noch. Aber danach lassen wir uns nicht weiter nach Osten treiben, sondern wir wollen dann erstmal wieder nach Süden und den südlichen Streifen da von der Stadt mit einsammeln. So, ich glaube, ich sehe ihn schon, ne? Da im Zielkreuz, da ist er. Gut. Also Leute, nächste Folge geht's hier weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit am Start seid und dann sammeln wir den nächsten Rest ein, beziehungsweise die Hälfte des Restes, der noch da ist. Also, bis dann. Nächste Folge geht's weiter, wenn es euch gefallen hat. Nicht den Daumen hoch vergessen und Leute, denkt auch noch ans Gewinnspiel. Noch könnt ihr eine halbe Woche noch dran teilnehmen. Einfach auf den Link Gewinnspiel in der Videobeschreibung gehen und dort dann einen Daumen hoch und einen Kommentar hinterlassen. Dann seid ihr in der Verlosung dabei. Macht es gut, Leute. Bis dann.